Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labor. So, Leute, jetzt bin ich am Überlegen, mit was ich anfange. Fange ich an mit Eisen oder fangen wir an... Ja, ich muss mir das jetzt genau überlegen. Also Eisen ist wirklich weit, ne? Also wir müssen dann den ganzen Strom von hier unten bis dahin legen, was ja aber nicht in dem Sinne so tragisch ist, was wir dann halt einfach machen müssen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr grüne Mikrochips. Das ist erstmal Fakt. Und grüne Mikrochips ist Kupfer und Eisenplatten. Ja, und wir müssen vielleicht auch anfangen zu forschen. Ja. Ja, gut. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, Leute. Das ist jetzt kein Flachs. Wo ich es eigentlich nicht nachvollziehen kann, dass ich völlig überfordert bin, aber anscheinend ist es wirklich so. So. Also ich muss entweder Kupfer oder Eisen, mit den beiden Sachen muss ich anfangen. Und mit Kohle. Ich würde die Kohleproduktion dann einfach starten, würde die auf einem Band hier hinziehen. Nee. Ich muss erstmal die Kupfervorkommen abarbeiten. Dann hier runterziehen und dann hier zu der Kupferverarbeitung. Ja, gut. Ich muss gucken, wo ich Kupfer und Eisen, wie ich das baue. Okay. Ich möchte aber was bauen, was in dem Sinne viel besser für den späteren Zeitpunkt ist. Ich weiß, dass ich später von den Hochöfen auf, glaube, Elektroöfen kommen dann. Schmelzöfen. Ich glaube, dann kommen die Elektroöfen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Und die sind viel größer. Und so wie ich weiß, muss man... Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Ich werde mal gucken. Irgendwie schaffe ich das schon. So, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Und dann wird das schon. Einfach noch eingebaut, nicht, dass wir gleich hier ein bisschen Probleme bekommen. Ich weiß auch gar nicht, was wäre denn wichtig zu forschen? Die wären eigentlich wichtig zu forschen, dass wir Automatisierung bekommen. Weil durch die Automatisierung könnten wir grüne Mikrochips etc. produzieren. Also wäre es doch eigentlich ziemlich easy peasy, wenn ich jetzt beigehen würde, zwei Forschungsabteilungen nehmen würde. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gerade hier nachdenken. Ja? So, ab zum Stromabteilung, weil ich kann ja rote Fläschchen selbst herstellen. Erstmal. Bis ich die Automatisierung, weil wir müssen Kupfer und etc. blablabla ja eh herstellen. Also bleibt uns ja keine andere Möglichkeit, das so erstmal zu machen. So. Wir können einfach beigehen und hier einfach einen 50er reinkeulen. Dann können wir einfach beigehen und sagen, hey, Macker, ich brauche hier mal ein bisschen Dinger. So. Ja, der produziert nämlich auch dann nur, wenn die wirklich was benötigen. Das ist auch schon mal ziemlich nice. So. So. Und so. So. So, und dann nehmen wir nämlich jetzt hier die Forschungen. Das ist Stufe 3. 1, 2. Wieso hast du denn, dann gebe ich keinen Strom? Was? Wartet mal. Und jetzt brauchen wir eigentlich erstmal nur rote Fläschchen. Rote Fläschchen stelle ich mit Kupfer und den Zahnrädern her. Aber das werden wir jetzt mal ganz kurz laufen lassen und dann mal gucken. Wir müssen ja Automatisierung, also das will ich als erstes erforschen. Dafür brauchen wir nur 10 Fläschchen. Das ist ja lächerlich. Also 5 in jeden rein oder einfach nur 10. Wir brauchen auch gar keine 36 herstellen. Fällt mir gerade so ein. Brech das mal bitte ab. Abbrechen. Danke. Wir brauchen nur 1.
Ja, gut, jetzt haben wir einen zu viel gemacht, ist ja nicht so schlimm. Aber wieso zeigt er an, dass er angeblich keine Elektrizität hat? Ach, ich Blödmann. Sorry, Jungs. Ich hab's gerade gesehen. Aber dann gehe ich bitte bei und werde das ganz kurz nochmal ändern. Alles klar. So, und dann können wir einfach da schon mal die Hälfte reinmachen. Und hier. So. Die Produktion läuft dann schon mal. So, und dann sollte das eigentlich dann gleich fertig sein, so wie ich das in Erinnerung habe. 10 Stück haben wir eigentlich gesagt. Warten wir mal gerade ab. So, die Stromproduktion in dem Sinne läuft. Ja, das wird, Leute. Es wird schon. Ja. Ja, das sieht doch hier richtig gut aus. Wir können uns eigentlich... Nehmen wir mal davon einen Stack. Ja, jetzt könnte ich auch alles aus einem rausnehmen. Ja, ich weiß... Aber die sollen ja gleichmäßig laufen. So, jetzt haben wir nämlich schon die Forschung nämlich schon erledigt. Und das finde ich nämlich mega, wenn ich ganz ehrlich bin. So, hier kommt dann auch schon Kohle rein. Hier füllen wir einfach mal mit Holz wieder auf. So. So, schon haben wir es nämlich erledigt. Das ist Geschwindigkeitsmodule, wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich noch nicht. Was war das hier? Logistik schneller und flexible Wege des Transports. Wie soll ich das denn nochmal verstehen? Oh, keine Ahnung. Ey, hier Solarkacke brauche ich nicht. Die Schütztürme. Wisst ihr was? Komm. Das sind nur noch 10 Stück nochmal. Machen wir doch glatt nochmal. Ja. Ah, dann sieht man einfach, wie easy peasy das hier läuft, ne? Da geht man dann einfach bei und man wirft dann einfach nochmal einen rein. Ganz langsam und gemütlich läuft die, wenn wir natürlich jetzt hier den zweiten reinmachen. Wir haben jetzt einen... Produktion 120, stimmt. Also er produziert genauso viel, wie wir verbrauchen, ne? Richtig. Jetzt wieder hoch auf 120, blub. Was konnte ein so ein Teil nochmal... 900 Kilowatt. Wir hätten auch einen einzigen nur bauen können. Hätte vollkommen ausgereicht. Ah, egal. Das ist, ich glaube, das spielt nicht so die große Rolle, oder? So, dann haben wir jetzt die Produktion jetzt gleich auch fertig. Sehr schön. So, dann kann man nämlich jetzt hier gucken unter Militär. Gibt es nämlich jetzt die Geschütztürme. Wir haben einen Radar. Wenn ich ganz ehrlich bin, den baue ich doch glatt und setze ich hier auch glatt hin. Ja? Verbraucht zwar konstant Strom, aber ganz ehrlich... Können wir doch schon mal die Karte aufdecken. Blub. So. Ja, sieht doch gleich ganze Ecke schicker aus hier. Gut. Das haben wir. Wir haben jetzt die Produktionsstellen, also die ersten Montagemaschinen haben wir jetzt endlich fertig. Wir haben die Öfen. Wir können diese Dinger bauen, dafür brauchen wir aber grüne Mikrochips. Und grüne Mikrochips muss ich mit Kupferdraht. Also müssen wir jetzt nochmal nach oben gehen, die ganzen Sachen holen. Wir können hier aber uns die Eisen... Ja, das läuft sowieso. Brauchen wir noch Kohle. Ah, Kohle könnten wir uns nochmal mitnehmen, falls da oben Kupfer ein bisschen Kohle braucht. Geht sowieso gerade, ne? Können wir auch uns das hier mal rausgaunern. Man könnte auch mit Holz feuern, ich weiß. Aber wir machen das jetzt einfach mal so.
Noch mal weiter hier. Wir füllen hier dann gleich mal wieder auf. Ja, was können wir jetzt? Wir brauchen 14 Stück, können wir bauen. Auch. Ich glaube, es wäre wirklich wichtiger, erstmal alten. Egal. Wir bauen erstmal 14 Stück, alle. Ist egal. Das dauert jetzt einen Augenblick, aber damit kann ich leben. Warum bleibst du jetzt stehen? Ach so, ich habe nicht nachgefüllt, ich Blödmann. Entschuldigung. Alles ist gut. Ja. Warte mal ganz kurz. Dann breche das mal ganz kurz ab und bauen wir mal noch zwei davon. So. So. Ich glaube, dass die Idee gar nicht so falsch ist, wenn man hier nochmal nachlegt. So. Dann können wir hier nochmal ganz kurz nachlegen. Wenn wir dann wiederkommen und wir hätten dann 150 Dingens, ist ja schon fett. So. Das werden wir weiterhin erstmal so abbauen, dieses kleine Feld da. Eisen. Das nehmen wir jetzt einmal alles mit. Ups, wir haben keine Kohle mehr. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so toll. Sehr schön. Eieiei. Ja, erstmal alles richtig zum Laufen haben, ja? So, dass wir hier keine Materialienprobleme bekommen. So. Okay, das haben wir. Das haben wir auch. Jetzt können wir einmal ganz kurz gucken, was macht unser Radar. Hat ein bisschen was aufgedeckt, aber läuft ja easy, ne? Kann man jetzt eigentlich hier auch... Ja, das geht auch. 100 Kilowatt? What the fuck? Was? Okay. Das werde ich wieder abstellen. Sorry, aber das finde ich ziemlich viel. Dass das einfach jetzt hier nur so ein bisschen laufen soll. Und eigentlich mir einfach nur da sein soll, finde ich das schon ziemlich teuer, oder? Also, ja. Danke. Dann will ich, dass die zwei Forschungen weniger braucht wie dieser blöde Radar. Nee, danke. Also finde ich jetzt nicht so klasse. Gut, wir haben jetzt 15 Stück. So, das bedeutet jetzt, ich muss die anderen laufen alle. Nee, ich gehe nochmal ganz kurz hoch zum Kupfer. Dass wir dann was haben, Leute, wenn ich dann da gleich fertig bin, ja? Also um was anderes geht's eigentlich gar nicht. Zack. Zack. Noch mal ganz kurz ein bisschen mehr Kupfer. Zack. So, dankeschön. So, weiter geht's. Wir fangen unten mit dem Eisen an. Wir haben 15 Maschinen. 15 Maschinen. Ey, wir machen noch 5 dazu. Das würde bedeuten, ich mache 5 Eisen, 5 Kupfer, 5
Kohle. Dann hätte ich 15. Machen erstmal überall 5, okay? Bedeutet, wir brauchen auch keine weiteren Bauen. Hier haben wir so eine blöde Lücke drin. Das gefällt mir gar nicht. 1, 2, 3. Oh, nee, das war ein bisschen viel, ne? Wir machen mal so 40. So. Danke. Die sehen total anders aus, ne? 11 auf Lau. Ja, warte mal, wir machen das mal lieber so. Oh. Das war dumm. Das hätten wir schon mal. Brauchen wir 5 Kupfer. Ich weiß nicht, ob 5 reichen, Leute. Ich mache das jetzt einfach gerade Pi mal Daumen, ja? Nicht, dass ihr jetzt hier denkt, das hat einen Plan oder so. Nein, hat es gar nicht. Überhaupt nicht. Reißen wir das hier ab. Hier ist schon wieder kein Kupfer mehr. Dann leck mich an die Füße. Alter, wie schnell hauen die das denn durch? Okay, 2. Nein, so gefällt mir das überhaupt nicht. Weil der liegt dann da drauf. Würde bedeuten... warte, ich muss jetzt... Ja. So, auf 2 sind die. Und dann zack. Das Holz rein, so, alles klar. Okay, so kann es dann in dem Sinne weitergehen. Damit bin ich schon mal ziemlich zufrieden. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken hier. 2,1 und 461. Die nehmen wir fürs Kohlekraftwerk, das nehmen wir für jetzt. So, 5 für Eisen, 5 für Kupfer. 1. Deswegen brauche ich nämlich doch nochmal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Danke. So, reißen wir mal hier gerade die Bäume ab. So.
2, 3, 4. Wenn ich jetzt da einen hinsetze, haben wir auch noch ein bisschen was. 5, das reicht. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Dingens. So, und hier würde dann das muss ich mir jetzt gleich genau angucken, Leute. Aber hier soll in dem Sinne meine Kupferproduktion hin. Hier. Oder da oben. Vielleicht sogar, dass ich die hier hinbaue. Mit genug Abstand, mit genug Platz. Ich sage erstmal wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Gott, Leute. Bis morgen. Tschüss.